Hallo und herzlich willkommen bei Space Source. Ich hoffe, es klappt alles. Ich hatte eigentlich schon mal vorbereitet und dann habe ich mir das selber ein wenig zerschossen. Ich hatte schon eine Welt gemacht und erstellt und Co. und vorbereitet. Ich hatte eine schöne Stelle gefunden, wo wir bauen konnten. Dann habe ich das Ganze verkackt. Ich habe leider ein neues Java installiert, wie auch immer. Und die Musik war viel zu laut gerade. Habe mir dadurch alles zerschossen, musste dann deinstallieren, installieren, alles wieder und habe dabei irgendwann versehentlich die Welt deinstalliert, beziehungsweise gelöscht. Die war dann komplett weg. Ja, und jetzt hoffen wir, dass alles soweit funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jawohl. Wir sind drin in der Welt und ich möchte das bitte zuhaben. Geh weg. Z. Jawohl. Nein, falsch. Wir müssen noch einstellen. Folgendes. Video Settings. GUI Scale. Normal. So. Okay. Was ist das? Hallo? Das weiß ich nicht, was das ist. So, erstes Achievement. Ich hatte mich schon ein bisschen umgeguckt. Ich hatte eine schöne Stelle gefunden. Ich hatte jede Menge Material gesammelt und. Alles futsch. So, das ist das Fazit. Ich hatte auch ein Texture Pack installiert. Alles futsch. Das muss alles neu rein. Ich würde sagen, ist jetzt kein Drama. Das Ganze hier soll ja sowieso ein Kurzzeitprojekt werden. Ich weiß auch nicht, wie lange wir spielen und wie weit wir kommen, ja. Ich möchte nicht irgendwas versprechen. Deswegen bitte, ne, mit Vorsicht genießen das Ganze hier. Ich hoffe, es klappt, dass wir vielleicht noch was Cooles bauen. Ja, ich hätte damals, als ich schon mal Modded gespielt habe, für ein bisschen längere Zeit diese Welt behalten sollen. Leider habe ich das nicht getan, offenbar. Ich habe sie zumindest gerade spontan nicht wiedergefunden. Sonst hätte man einfach da weitermachen können und zum Beispiel das Projekt Weltraumflug in Angriff nehmen. Aber nun gut, habe ich nicht, ist gelaufen. Das Thema ist durch. Kann man ja nochmal angehen. Vielleicht mache ich nochmal eine schöne Welt in Resonant Rise und dann könnte man das angehen. Vielleicht wird auch in naher Zukunft ein Server gebastelt und ich spiele mit Freunden und Verwandten sozusagen. Ein Creeper. Verpiss dich. Ach, das war so einer. Na, das ist ja dann nicht schlimm. Okay, aber wo ist jetzt, egal, wo ist die Höhle? Ist Wurst. Moment, da fällt mir was ein. Ja, nee, falsch. Dieses und also. Ich hoffe, man hört's. So, so ist es laut genug. Also ich höre es zumindest. Ich hoffe, es klappt für euch auch. Ich habe wieder meine alte Minecraft-Playlist herausgekramt. Mist, ich habe gar kein. Oh, das ist ja, das sieht ja genial aus. Schaut euch das mal an. Also hier ist ein bisschen. Die ist totale Strömung, aber ich finde diesen Wasserfall, den finde ich ja Hammer. Was ist hier? Ist auch einfach nur. Das ist ja total cool. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Wollen wir direkt hier bleiben? Ja, ne? Könnte man machen. Wir haben hier auch ein Rubber Tree, wenn ich das richtig sehe. Mein Tool ist in der Mitte heute und ich sehe deswegen nicht genau, was für Material ich hier vor mir habe. Ich glaube, das ist ein Rubber Tree, ne? Okay, dann hole ich mir ein paar Steinchen und dann bleiben wir direkt hier. Dann vertändel ich nicht wieder ewig Zeit mit irgendwie Suche, wo können wir bloß hin und so. Dann sparen wir uns das. Okay, ein bisschen halbwegs natürlich hier rausreißen, dass es nicht ganz so aussieht wie abgemient. So. Hier sind wir. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal eine Axt zaubern, um die Bäumchen zu fällen. Dann eine neue Spitzhacke schon mal für gleich. Und eine Schaufel. Das Übliche eben. Und ein paar Fackeln. So, die Truhe kommt auch gleich hier hin. Okay, dann können wir loslegen.
Rubber Tree, oh Rubber Tree. Wer es kennt, wird vielleicht jetzt grinsen. Was haben wir hier? Weiß ich nicht. Was ist es? Jungle Wood auf jeden Fall. Aber das könnte auch... Ne, das ist kein Rubber Tree, ne? Egal, ich häcksel jetzt hier alles ab. Ich hatte ja schon mal geschrieben... ich habe schon wieder deinen Namen vergessen. Es tut mir furchtbar leid. Lieber Vorschläger dieses Modpacks. Ich habe deinen Namen vergessen und ich bin total doof. Letztens hatte ich extra nochmal nachgeguckt. Und heute habe ich sogar geantwortet, ich habe Probleme mit dem Modpack, das wird vielleicht nichts. Jo, ich habe es hingekriegt. Es geht. Es scheint zu klappen. Aber die Welt, die ich angefangen hatte, ist halt weg. So, ich hatte ja schon geschrieben, dass ich ein paar Mods schon zu kennen scheine. Und ich werde mich auch an diesen erstmal entlang hangeln, wie auch immer man das sagen möchte. Ich glaube Industrial Craft oder so war drin, ich weiß nicht mehr. Aber ein paar Mods, die wir auch schon, glaube ich, in Resonant Rise benutzt haben, sind drin. Das ist natürlich für mich echt gut. Dann muss ich mich nicht so extrem einfinden. Ich muss aber trotzdem hier immer mal so ein bisschen nachgucken, ne? Rezeptemäßig und was können wir aus was machen und überhaupt. Dazu wäre es schön. Ich versuche jetzt 3-4 Folgen aufzunehmen, sag ich jetzt mal. Es wäre schön, wenn ich erfahren würde, was ich tun soll. Ja. Einfach damit ich hier auch eine Richtung kenne. Weil das ist immer das Problem an Modpacks, wenn man noch nicht so hundertprozentig into the pack ist, dann wird das immer sehr, sehr kompliziert. Man muss sich doch sehr, sehr lange erstmal überhaupt reinfinden und dann, das wäre wieder so ein Punkt von wegen Zeit vertändelt. Und das möchte ich nicht, da das ja hier nur vermutlich ein Kurzzeitprojekt ist, das Ganze. Ist die Zeit dafür zu schade. Also gebt mir eine Richtung vor oder gebt mir eine Richtung vor. Dann kann ich mich daran entlanghängeln. Tipps, Tricks und so weiter. Was brauche ich dafür? Welche Materialien? Damit ich eventuell offscreen ein bisschen was sammeln kann. Also was gerne gesehen und ich brauche das. Sonst funktioniert das ganze Projekt hier nicht. Definitiv, das sage ich ganz eindeutig so. Weil ich fürchte, nach Neujahr wird's abgemeldet, das Projekt. Ja, also das ist dann durch irgendwann nach Neujahr. 1-2 Wochen nach Neujahr, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin und so weiter, dann ist das vorbei. So. Das soll ja erstmal nur überbrücken. Außer ich habe so viel Spaß daran, dass ich es nicht so mache. So, aber da kann ich nicht für garantieren. Ist die Musik vielleicht zu laut? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir Jakolanterns, beziehungsweise noch nicht Jakolanterns. Zack, 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 hier ein bisschen abholzen. Ich brauche Samen. Denn wir haben gar keine Nahrung. Und das ist nicht gut. Jetzt haben wir, was haben wir? Lettusche, das finde ich blöd. Tomato ist super. Was haben wir hier? Ja, scheiße. Ich weiß jetzt nicht, was das war. Weil ich krieg's ja nicht angezeigt. Shit. So, dich nehmen wir mit. Können wir... warte mal, ich muss mal... Grout war das, ne? Grout? Ground? Nee, das geht nicht. Also diese Schmelze geht nicht. Quarry. Quarry, das ging, ne? Jawohl, BC Builders, das dürfte es sogar sein. Jo, das ist der Quarry. Da brauchen wir allerdings Diamants für. Haben wir genug Schafe, dass ich die killen kann? Weil wir haben ja noch kein Eisen. Und wenn wir nicht genug Wolle kriegen, ist das blöd. Ich habe jetzt nur 2 Schafe gesehen. Hm. Oh, das ist ja... Meine Güte. Warum sind denn da eigentlich Waypoints? Oben auf der Map. Hä? Mist. Falsche Map. Wie komme ich denn an... Ja, das ist die blöde Map. Ich weiß nicht, wie ich an die andere... Schaut mal. Das ist ja genial. Hier ist ja richtig Strömung und Co. Das ist ja total cool. Ist das Absicht in diesem Modpack? Ich bin gerade richtig, richtig gehend begeistert. Auch dieser Fluss, der ist ja total schön gemacht. Das ist ein sehr schöner Weltgenerator, muss ich sagen. Das ist echt... Wow. Begeistert mich. Wir machen uns mal einen Wegpunkt für... Dings. Warte mal.
K, K? Nein.